Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. So, erstes Video diese Saison. Und zwar habe ich gesehen, dass die Suron ein Update bekommen hat. Hat mich an sich gar nicht so richtig betroffen. Aber das Coolere ist eigentlich das Update, was ich davor bekommen habe. Und da ging es um die, dass ich mehr Leistung bekomme, ohne dafür noch mehr zu zahlen. Eigentlich richtig cool. Boah, die geht richtig hoch. Kurze Konzentration. Sehr geil. Und wie im Titel schon steht, hat die Suron mehr Leistung bekommen, ohne mehr Kosten zu verursachen. Das war ganz geil. Die Suron hat einfach ein Firmware-Update bekommen. Ich musste die App neu aktualisieren, upgraden, ohne dass sie was gekostet hat. Und mit der Aktualisierung von der App konnte ich dann in der Torp-App nach einem neuen Firmware-Update suchen. Und mit dem Firmware-Update habe ich jetzt mehr Leistung bekommen. Ich glaube, es sind 7,3 kW. Bin mir jetzt nicht sicher, ich blende euch das jetzt hier einfach mal ein. Und es ist je nach Akku abhängig. Ich habe ja den Standard-Akku verbaut. Es gibt aber ja ganz verschiedene Modelle vom Standard-Akku, wie viel Ampere es hat. Und umso höher dein Ampere ist am Akku, umso mehr Leistung kannst du abrufen. Bei mir sind es, glaube ich, so grob 9,5 kW. Was habe ich gesagt? 9,5 kW oder 9,5 PS? Ja, auf jeden Fall 9,5 PS. Bei meinem Akku, ich habe ja eine Baujahr 2022er Suron. Und ich glaube, bei den neueren gibt es sogar noch mehr Leistung. Und das ist halt schon genial. Ich bin letztens mal mit einem gefahren. Grüße an den Noah. Der hat eine Suron von 2018, 19, wenn ich mich nicht irre. Wir sind einfach gleich gefahren. Er hat kein Upgrade am Controller. Er hat einfach die ganz normale Standard-Suron. Und ich habe ja die Standard-Suron mit einem anderen Controller. Ich hatte meine Suron auf volle Leistung gestellt. Und er hatte seine halt auf ganz normalem Sportmodus bewegt. Also ich habe auf jeden Fall deswegen jetzt nicht weniger Reichweite gehabt. Er ist, glaube ich, mit 90% gestartet, ich mit 80%. Und wir hatten nach der Fahrt, hatten wir auch wieder so 10-15% Unterschied. Was natürlich genial ist. Du hast mehr Leistung und hast aber keine Einbußen beim Fahren. Das, was meine größte Sorge gewesen ist. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich überhaupt einen größeren Akku, einen 72-Volt Akku, mir kaufen soll. Weil es das halt einfach die Leistung eigentlich ziemlich reicht. Ich kann hier ohne Probleme das Vorderrad hochziehen, hat wirklich gut die Leistung. Das ist, finde ich halt schon sehr, sehr cool, dass man ohne nochmal drauf zu zahlen mehr Leistung bekommt mit dem Firmware-Upgrade. Das finde ich ja auch so das Geniale an Tesla-Autos, die einfach, man sagt ja immer, ein Tesla wird nie mehr so schlecht sein wie an dem Tag, wo du ihn erhältst, weil durch diese ständigen Upgrades dein Auto immer wieder verbessert wird. Und ja, ich wollte euch das einfach mal mitteilen, dass dieser Torp-Controller jetzt einfach mal mehr Leistung freigegeben hat. Und ich konnte das einfach nicht fassen. Ich habe das auf Instagram, falls ihr den nicht folgt, könnt ihr einfach bei Torp könnt ihr einfach drauf gehen. Oh, das Matsch Zeug. Genau, wie ich habe das einfach erfahren, weil ich den auf Instagram folge. Und genau, das soll jetzt mit dem Video eigentlich auch gewesen sein. Ich werde jetzt gleich noch mein Video aufnehmen und dann sage ich euch, werde ich so ein bisschen meine Upgrades, was sich über den Winter so verändert habe an meinem Bike. Ich starte hier wahrscheinlich auf dem Lost Place Grundstück hier, das ist richtig geil. Das sind einfach so ganz viele verlassene Häuser. Deswegen, falls ihr kommende Videos nicht verpassen wollt, dann
könnt ihr mich super gerne abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Leute.